So Leute, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Mass Effect. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer euer Omnibusfahrer. Und wir landen in dieser Folge auf Porolan und erkunden diesen Planeten einfach mal ein bisschen. Vielleicht finden wir ein paar Hinweise. Matriarchinschriften entdeckt. Beim Scannen des Planeten Porolan haben sie ein seltsames Signal aus dem Orbit empfangen. Navigator Presley konnte das Signal bis zu einem uralten Sender zurückverfolgen. Aha. Ihr Bergungsteam brachte den Sender an Bord und fand in einem Staufach eine der Schriften der Matriarchin Dili Nagea. Ach, jetzt können wir ihn gar nicht mehr erkunden. Wir können gar nicht drauf landen. Ach, schade. Okay, na gut. Dann landen wir auf Jarjeela. Warnung, Druckgefahr der Stufe 1. Jarjeela besitzt eine sehr dichte Atmosphäre aus Ammoniak und Sauerstoff. Die gemäßigt warme Planetenoberfläche besteht hauptsächlich aus Aluminium mit Vorkommen an Schwefel. Die Kommunikationsbarken in diesem System haben in letzter Zeit eine Reihe nicht erfasster Schiffe in der Nähe registriert. Auf Jarjeela existiert ein üppiges Ökosystem, das auf Silizium und Sauerstoff basiert. Die dicht bevölkerten Gebiete sind bedeckt mit feinem Silikatstaub, Siliziumdioxid, ein Nebenprodukt der Atmungssysteme der weiterentwickelten Lebensform dieser Welt. Die heftigen Winde wirbeln häufig Staubwolken mit scharfen Partikeln auf und stellen ein besonderes Problem dar. In Gebieten, wo der Wind große Verwirrungen von Silikaten verursacht hat, können Begehungen äußerst gefährlich sein. Außenmissionen sind hier kaum durchführbar. Dann landen wir mal da drauf. Wir nehmen wieder den Kaidan mit und den Garrus und nehmen das Squad an. Gefahrenstufe 1. So, schauen wir mal auf unsere Karte. Da ist eine Festung, da ist eine Anomalie und da sind Trümmer. Na, dann schauen wir uns doch mal die Trümmer an, würde ich sagen. Ich sehe hier fast gar nichts. Oder, naja, es ist recht finster. Und dieser Planet scheint recht unwirtlich. Hier sind ein paar Trümmer. Die können wir uns anschauen. Da, jetzt ist er komplett zu. Naja gut, er hat auch recht. Wie schaust du aus? Kaidan, warum hast du so blaue Augen? Wenn wir das untersuchen. Bergen, abgestürzte Sonde. Starte manuelles Kurzschließen. Kinetischer Puffer und Kryosprengsatz. Rüstungsupgrade. Kinetischer Puffer. Alles nehmen. Sie vor. Auf Ihren Befehl. Sind bereit. Warte auf Befehle. Ja, ich wollte mit dem Ding reden. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Gut, hier gibt's aber nichts mehr zu sehen. Oh shit, ich glaube, ich muss rein. Ich glaube, ich muss wieder ins Auto. Warte mal, was passiert, wenn ich hier stehen bleibe, während sich der Balken füllt? Was passiert dann? Passiert gar nichts. Ach, da nimmt meine Gesundheit ab. Okay, dann sollten wir schnell wieder ins Auto steigen. Gut. Warum ist das jetzt wichtig? Ich war doch da gerade. Wichtiger Ort. Da war ich doch gerade. Rettungskapsel.
Aber hier gibt's doch nichts mehr zu sehen. Jawohl, Sir. Hier gibt's nichts mehr zu sehen. Warum wird mir das dann noch angezeigt? Wo ist jetzt das Auto? Da drüben. Auf, zurück ins Auto, bevor uns hier die Luft ausgeht. Oder irgendwas anderes passiert. So, wo müssen wir als nächstes hin? Karte. Nach da. Warum hat das Auto keine Scheinwerfer? Hier ist mir zu viel Schatten. Ich wünsche mir ein Licht. Nein. Nicht umfallen. Ich hätte gerne ein Licht. Denn ohne Licht, das sieht er nicht. Oh. Warum sind da so viele Gegner? Auf die Karte schauen. Eine Festung ist da. Automatische Dinge da. Von wo schießt er denn? Ich sehe nichts mehr. Hä? Da steht noch einer. Ich muss näher ran, sonst markiert er die nicht als Ziel. Versteckt sie einfach da hinter der Sauhund. Ich zersprenge jetzt einfach mal hier die Dinger da. Können die sich da gar nicht verstecken. Oh! Da läuft direkt mir einer vor die Nase und ich sehe ihn gar nicht. So, alle erledigt. Steig mal aus. Was ist dahin? Können wir da reingehen? Oh, tatsächlich. Hier ist alles so still. Okay, wir legen schon mal die Waffe in Anschlag. Weil hier sind Gegner in der Nähe. Sind das nicht Salarianer? Der ist da hinten. Ja, schieß halt an!
hier? Nee, da war nichts mehr. Aber da vorne ist noch was. Da vorne ist nicht noch irgendwo ein Gegner. Wahrscheinlich hinter der Tür. Oder? Hier irgendwo. Ah! Ja, toll. Ich sollte vielleicht besser zielen. Okay. Der ist so ruhig. Das ist ja schon fast beängstigend. Wenn da keine Atmosphäre, kein Hintergrundding ist. Kraftstofftank, den können wir erledigen. Geht mal zur Seite hier, Leute. Wenn man was kaputt machen kann, dann ist das immer gut. Da sind Kisten drin und eine medizinische Station. Ah, Scheiße! Ne, Scheiße! Boah, das war jetzt knapp. Krogana Leichquariana. Wir nehmen alles mit. Da ist eine Kiste, die nehmen wir mit. Da nehmen wir mit. Und die nehmen wir auch mit. Dann kann ich gleich mal meine Ausrüstung anschauen. Alles nehmen. So, was haben wir denn? Wir haben das Sturmgewehr. Wir haben die Thunder 5. Da gibt es eine Avenger 6. 200 Schaden. Nee. Die Lanza 5. Avenger 5. Die Tsumare 4. Schrotflinte haben wir die Feuersturm 5. Die hat mehr Schaden. Präzisionseinstufung 70. Katana 5. Firestorm 5. Nehmen wir die da. Ja. Hat mehr Schaden. So, Pistole. Wir haben die Stiletto 5. 182, 187, 60, 65. Dann haben wir die Striker 5. 187, 17. Ja gut, das ist die gleiche. Stiletto 5 und die Edge 4. Scharfschützengewehr. Der Gantiata 5. Das sind beides die 5er. Okay, sonst haben wir da nichts. Wie schaut's mit der Mittelschwer Rosenkopf Materials? Was ist das für eine Rüstung? Mittelschwermensch, Leichtmensch, Mittelschwermensch, Leichtmensch, Techbiotikschutz, aber die hat viel mehr Schadenschutz. Okay, nö, die brauchen wir dann nicht ausrüsten. Die können wir, die anderen, die können wir ja sowieso alle auf Universalgel umwandeln, die wir nicht brauchen. Die können wir ohnehin nicht anziehen. Dann haben wir wieder ein bisschen Universalgel übrig, wenn wir es brauchen. Gut. 240.000 Credits. Das ist der Hammer. Okay. Erstmal fertig. Dann schauen wir hier wieder rein. Was können wir denn hier noch machen? Da hinten können wir noch weitergehen. Warte, speichern. Speichern nicht vergessen. Der läuft irgendwie so komisch. So. Gut, hier haben wir auch nichts zu befürchten. Fehlerhaftes Objekt. Nehmen wir mit. Was haben wir hier? Gehärteter Spind. Oh shit. Scheiße. Okay, dann müssen wir es mit Universalgel probieren. Nehmen wir mit. Was haben wir hier? Gehärteter Wandsafe. Scheiße! So gut bin ich da nicht im Überbrücken. Laufverlängerung, Brandmunition. Nehmen wir mal alles mit.
was haben wir hier? Tisch. Sie haben jetzt Beweise dafür, dass die asarische Sklavenjägeranführerin und Nassana Dantius, eine bedeutende Botschafterin auf der Zitadelle, Schwestern sind. Sie sollten zum Präsidium zurückkehren und Nassana mit diesen Fakten konfrontieren. Beweise herunterladen. Aha. Bin direkt hinter Ihnen, Shepard. Das ist gut. Auf Ihren Befehl. Gut. Sehr gut. Okay, hier gibt's nichts mehr zu sehen. Dann haben wir hier, glaube ich, alles erkundet. Da haben wir nichts. Komm, frag mal. Nein! Ach komm. Waffe wegpacken war Q. Kann man da hinten durchgehen? Nein. Gehen wir einfach so wieder durch. Haben wir hier noch irgendwas zu sehen? Nee. Da gibt's nichts mehr. Dann auf zurück zum Auto. Und den Rest noch ein bisschen erkunden. Bevor die Zeit schon wieder um ist. Denn da hinten ist noch eine Anomalie, die können wir noch erkunden. Was ist da rot? Warum ist da rot? Was passiert, wenn ich da reinfahre? Wir speichern nochmal. Passiert ja gar nichts. Sie müssen umdrehen, Commander. Sie befinden sich außerhalb des Einsatzbereiches. Aha, okay. Dann meldet sich der Joker. Alles klar. Na gut. Schafft man es noch in den 20 Minuten, die Anomalie zu untersuchen? Vielleicht. Was ist das da drüben? Das ist mir aber nicht auf der Karte angezeigt worden. Das möchte ich mir anschauen. Da möchte ich wissen, was das ist. Ein Thorium-Vorkommen. Suche nach Mineral. Ach du Scheiße, schon wieder dieses Ding. Seltenes Element entdeckt. Sie haben ein großes Thorium-Vorkommen entdeckt. Ja, schön. Das ist ja schön. Prima. Kann hier noch was machen? Oder hat der jetzt den Markierungen dahingesetzt? Wo ist das Auto? Da unten. Da drüben ist die Anomalie. Warum muss die Anomalie da auf diesem komischen Ding da sein? Wie soll ich denn aussteigen?
Ich sehe hier gar keine Anomalie. Soll ich hier aussteigen? Okay, jetzt steht es sicher. Wenn auf ebenen Terrain geparkt ist. Ja gut, dann parken wir ihn eben hier. So. Öffnen. Präzisionsgewehr. Und ein Equalizer 5. Nehmen wir mal alles mit. Schauen wir nochmal die Ausrüstung an. Equalizer 5. Oh ja. Cool. Die nehmen wir mit. Die rüsten wir aus. Ja. Sehr schön. Tolle Anomalie. Ach nee, die Anomalie ist hier. Hier war nur eine Kiste. Asari-Kapsel. Artefakt bergen. Ah, nee. Schon wieder dieses Ding. Matriarch-Inschriften gefunden. Es lässt sich nicht bestimmen, wer hier gelebt hat, aber der Ort ist schon einige Zeit verlassen. Das Behältnis in dem Zelt enthielt neben anderen Dingen auch eine der Schriften der Matriarchin Dilinaga. Haben wir hier noch was in dieser Kiste? Nein. Gut, das hier war's. Wo ist das Auto? Wo haben wir das Auto hingestellt? Wo steht eigentlich mein Auto? Hier. So, jetzt haben wir aber ordentlich überzogen. Das heißt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir, diesen Planeten zu erkunden. Und ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Omni.